Hallo zusammen und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vintage Story hier auf dem auf der Cubitech Mod Map. Cubitech Mod Map ist ein cooler Name. Wir haben in der letzten Folge rechts oben dieses Water Wheel angebaut und getestet, um unseren Pulverizer zu betreiben, damit wir dann irgendwann mal auch Refractory Bricks und so weiter herstellen können. Ich denke, wir sind mal ganz gut vorangeschritten. Wir haben auch einiges, ja, herstellen können an Ressourcen dafür. Und ich würde sagen, an der Stelle machen hier wir weiter. Deswegen ist das der Plan, unseren Stahlofen weiter voranzutreiben. Ja, ich denke mal, das ist ein guter Plan. Also würde ich sagen, let's go ahead! So, nicht wundern, wenn ich heute ein wenig nasal klinge. Ich bin nicht krank. Nein, die Allergie fängt an. Ja, das Wetter da draußen, das beginnt ja nun auch wieder Blüten auszutreiben und alles. Und das mag mein Körper nicht. Deswegen bin ich erstmal direkt nach dem Aufwachen in einen Niesanfall verstrickt und rumröchelnd durch die Bude rennend mit Taschentüchern und so weiter. Ich habe mir jetzt mal Allergietabletten bestellt. Habe ich bisher noch nie gemacht. Aber das fängt dieses Jahr so früh an bei mir, dass ich mir dachte, oh nee, also, oh, das ist so ätzend. Deswegen habe ich jetzt auch, ich bin 6.45 Uhr, also 6.45 Uhr ging mein Rollo hoch. Ja, ich habe ein smartes Rollo. Das ist voll geil, Leute, sage ich euch. Das habe ich mir irgendwann mal gegönnt, das finde ich. 6.45 Uhr oder 6.49 Uhr ging heute das Rollo hoch und seitdem, da bin ich dann, ich bin kurz nach 7 dann aufgestanden und seitdem bin ich nur am Rumnieseln und Rumnäseln und Nase putzen und Taschentücher holen und so weiter, dass ich gar keine Taschentücher mehr habe und jetzt hier Küchenrolle nehme und dann wahrscheinlich meine Nase später dann, keine Ahnung. Ich habe dann gar keine Nase mehr, weil ich sie abgeschmörgelt habe. Ja, naja, genau. Aber deswegen hat es jetzt heute etwas gedauert, bis ich mit der Aufnahme beginnen konnte. Es ist Sonntag. Sonntag, 8.42 Uhr und ich bin 6.49 Uhr aufgestanden, wollte schon längst aufnehmen. Die ersten zwei Folgen. Super. Ja, egal. Genug rumgequatscht. Der Offline-Julius, der war nicht untätig, habe ich gesehen. Ich war nämlich hier unten im Keller. Und hab gesehen, meine Güte, was hat er denn da gemacht? Also er hat ja auf jeden Fall erstmal irgendwelche Gänge gegraben. Und, oh, what the heck? Was hat er hier gemacht und warum ist das hier so laut? Alter, was ist hier laut? Oh, es sind übelst viele, ich glaube, wir müssen mal hier anfangen, Laternen herzustellen. Um dann die ganzen Drifter hier fernzuhalten. Es ist ja übelst laut. Ja, zumindest hat. Das nervt mich. Und Ambient Sound. Water. Schade, dass man den Hostile Sound nicht noch einstellen kann. Und dann mache ich einfach meine Musik auf dem Ohr leise. Ja, der Julius hat angefangen, hier unten einen Keller zu graben. Einen Keller zu bauen. Und dazu hat er diese Sachen hier genommen. Die kann man so herstellen. Mit einer Säge. Cobblestone. Und einem Meißel. Und einem Hammer. Geht übelst einfach. Und man braucht die dann halt quasi nur in die richtige Richtung setzen. Und hat halt einen schönen Rundbogen. Das ist ziemlich cool. Deswegen, ja. Hat der Offscreen Julius das so gemacht. Weil wir brauchen langsam ein bisschen mehr Platz und ein bisschen mehr Sortierungsmöglichkeiten. Und ich dachte mir, dass das eine ziemlich gute Möglichkeit ist. Ich habe hier schon ein bisschen vorgearbeitet. Hier stehen auch Fackeln drin rum. Die sind natürlich irgendwann kaputt. Irgendwann brennen die aus und dann sind hier wahrscheinlich auch jede Menge Kreaturen hier unten drin. Müssen wir mal schauen. Des Weiteren
Des Weiteren habe ich mal. Es war nicht der Offscreen Julius. Ich habe mal hier noch ein bisschen erweitert und nach Zeug gesammelt und habe gesehen, dass ich hier nach rechts, der das Hämatit-Vorkommen verbessert. Wir hatten ja hier unten Hämatit irgendwas von 2%, hier unten, ich glaube hier unten 0,6%. Und hier nach rechts wird es immer mehr. Und hier habe ich hier, guck mal, 5,3%. Und wir können ja mal ganz kurz dorthin. Der Eingang ist. Wo war das hier? Genau. Moment, wo war denn das? Wie ging es denn hier vorwärts? Irgendwo ging es hier rein. Ich glaube. Mist, wir müssen. Ach nee, da, genau, richtig, hier. Hier habe ich halt auch noch so ein paar andere Ressourcen. Also das ist halt echt weit. Deswegen. Ich habe dann, wie gesagt, ich habe mich gerade einfach gerade durchgegraben, habe dann immer hier so Gesteinsproben genommen, damit ich das hier so aufdecken kann. Hier ist auch noch ein Arztquader. Ich bin mir gar nicht sicher, was hier noch mit drin war. Ob hier Porgalena Sulfur. Hier ist auf jeden Fall Sulfur. Vielleicht haben wir hier auch noch die Möglichkeit, Erz zu finden oder sowas. Und hier hinten habe ich nochmal Braunkohle gefunden und hier ist der Sulfur und hier bin ich dann erstmal stehen geblieben. Ich habe hier ein bisschen noch gegraben und geguckt, ob ich hier schon, also hier ist auf jeden Fall das Vorkommen von Hämatit am höchsten. Nach hier wird es schon wieder weniger, deswegen würde ich mich dann hier beim Graben auf diesen Bereich konzentrieren. Wir sind halt direkt im Wasser, also unter Wasser. Das heißt, wir müssen mal gucken, wie wir es machen. Denn ich wollte eigentlich diesen automatischen Bohrer mal ausprobieren, aber das dauert halt wahrscheinlich auch ein bisschen. Aber zumindest haben wir hier Sulfur. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Das habe ich jetzt auch noch nicht abgebaut, weil ich es euch mal zeigen wollte, was hier so alles Schönes drin rumgeistert. Ich würde jetzt ein bisschen was mitnehmen. Spitzhacke habe ich noch da. Und deswegen würde ich sagen, ich baue ein bisschen was ab und dann sehen wir uns gleich wieder in der Hütte. Ich habe gerade auch mal geschaut, weil wir haben doch einen Ability Point für die XP-Verteilung, das Mining. Und ich gucke gerade, Pickaxe Expert war, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt. Denn Breaking a Block with a Pickaxe increase your Mining Speed with Pickaxe by 1% and additional 0,1 for each level at the Mining Skill, maxed out at 2%. Das heißt, wir können auf jeden Fall ein bisschen schneller Mining betreiben. Meiner 01, ich hoffe mal, wir erreichen das bald. Da müssten wir Level 5 erreichen. Das heißt, na gut, Experience minus 10. Ich weiß nicht, warum hier minus 10% steht. Das verstehe ich leider nicht. 28 Punkte. Ich glaube, wenn wir das voll haben, bekommen wir nochmal einen Ability Point. Und müssen mal gucken, wann wir dann auf Level 5 aufsteigen. Ich würde das jetzt auf jeden Fall erstmal nehmen, hier den Pickaxe-Expert. Denn da sind wir auf jeden Fall ein bisschen schneller. Und man sieht das auf der linken Seite. Dass die Effekte quasi direkt funktionieren. Man merkt das jetzt noch nicht so dolle, aber es ist auf jeden Fall etwas effizienter und wenn wir dann später nochmal einen höheren Level haben, dann kriegen wir das auf jeden Fall. Ja, dann können wir uns hier durch die Gänge graben, durch die Steine graben ohne Ende. Also bin wieder zurück, ich habe ein bisschen was eingesammelt, also jetzt nicht allzu viel, aber ein bisschen was auf jeden Fall. Ich glaube, hier in der Kiste waren unsere Verbrennungsmaterialien drin, die ich letztens abgebaut habe, wo ich gesagt habe, die ist kaputt. Das ist natürlich doof. Aber ist nun mal so.
Medium Chunk of Galena, wo habe ich denn das plötzlich her? Habe ich das mit dort abgebaut? Das ist ja interessant. Gar nicht mitgekriegt. Oder ist das noch von... Oder ist das noch von dem... Von der anderen Seite? Von dem anderen Mal, meine ich? Oh. Achso, hier, die Resin-Dinger, da müssten wir sowieso auch dann mal später gucken. Das müsste ja auch wieder ordentlich gefüllt sein. Da kann ich aber später mal selber hingehen. Wir wollten ja eigentlich mal oben jetzt dann das Wasserrad noch mal ein bisschen verbessern. Beziehungsweise, ich schau mal ganz kurz, wo was wir da noch brauchen. Übrigens, das ist hier alles durchgelaufen. Crush Quartz und so weiter. Ich habe das Wasserrad dann irgendwann angehalten, weil das ja sonst an... ja, es verliert an Festigkeit. Und ich denke mal, so sparen wir uns die Ressourcen. Ich werde, wie gesagt, gleich mal kurz gucken, was ich noch für das Wasserrad brauche, damit wir das vielleicht irgendwie überschlächtlich oder unterschlächtlich machen. Müssen wir mal gucken. Beziehungsweise, Moment, wir können ja selber mal schauen, und zwar Water Wheel. Es gibt, glaube ich, ein Handbuch dazu, Handbucheintrag. Water Wheel Mechanic Power, genau. Undershot 30, Overshot 85%. Overshot 85%. Das heißt, wir müssten Undershot, Breastshot ist ja auf der, geht ja dann so auf einer Seite, an der Seite oder von oben läuft das an der Seite rum. Und Overshot müssen wir gucken, 85%, dass wir diese Dinger dazu bekommen. Ich weiß aber leider nicht, wie die jetzt nochmal geheißen haben. Ich guck mal nach. So, die heißen Flumme. Wir brauchen dafür die Flumme. Flumme with Hatch. Und die Flumme Output. Ich glaube... Was? Wir brauchen Stahl? Eine Stahlplatte? Wieso Stahl? Wieso kein Eisen? Das Water Wheel hat doch auch... Toll, das Water Wheel hat... Das Water Wheel wird mit Eisen... Och nö, nee, Stahl haben wir noch nicht. Da arbeiten wir gerade erstmal darauf hin. Na gut, dann müssen wir das erstmal so betreiben, dass es funktioniert. Übrigens haben wir Oktober und es wird recht schnell dunkel. Deswegen würde ich mal jetzt die Nacht überspringen und wir sehen uns gleich. Ich habe ja ein bisschen Sorge, wie kalt das hier wird. Dass das eventuell... Okay, die Rüben können wir schon mal ernten. Das braucht noch ein paar Tage. Ich hoffe, das reicht von der Jahreszeit her. Nicht, dass das zu kalt wird und uns das ganze Zeug verdirbt. Dann müssen wir sowieso mal schauen, wie der Winter hier wird. Ich glaube, was? Hallo? Achso, sollte mal gedrückt halten. Da bin ich sowieso mal gespannt. Ich ernte das erstmal ab hier. Das müsste eigentlich... Warum ist denn das? Dauert denn das so lange? Ich habe gefühlt jetzt schon 1000 Tage hier durch und trotzdem irgendwie hängt das hier. Das ist die Wachstumsphase. Vielleicht sollten wir halt wirklich mal düngen oder so. Wobei 80%, ich meine, das ist ja eigentlich soweit ganz okay, würde ich sagen. Stellen wir den Eimer hin, dass wir hier das hier einsammeln können. Was habe ich denn jetzt noch hier so alles drin? Little Vessel. Wo habe ich denn das schon wieder? Ach so, das ist von den Schnecken, glaube ich. Oh, toll. Manu, jetzt habe ich ja wieder nichts frei. Oh. Ich muss erstmal kurz was wegbringen. Das packe ich hier erstmal in die Wessel, in die rechte. So. Und da können wir nämlich dann auch anfangen mit Kochen, damit wir unseren Kochskill etwas erhöhen. Das ist nämlich gar nicht mal so verkehrt. Das hier nehme ich mal wieder mit ins Inventar, weil die Samen kommen woanders hin. Und wir wollen mal ein bisschen Ordnung halten hier, ne?
Oh, jetzt läuft er hier die Leiter hoch, die. Unglaublich. So, da haben wir. Schön, haben wir die Tür offen gelassen, dass der Hasen reinkommt. Lasse. So. Vielleicht müssen wir wirklich dann anfangen mit Düngen. Das dauert halt ja auch hier noch, diese. Oh, Karotten. Cabbage 8 von 12, die brauchen halt wirklich. Ja, müssen wir gucken, dass wir dann halt anfangen mit Düngen oder so. Schauen wir mal. Aber jetzt reicht es erstmal. Wir haben jetzt erstmal was, womit wir weiterarbeiten können. Ich packe mal mein Werkzeug ein bisschen weg, weil ich habe so viel Zeug hier immer mit, dass mein Inventar immer total voll ist. Ich habe aber, wie gesagt, auch noch keine Rucksäcke, keine richtigen. Ich habe nur immer noch diese Körbe. Ich habe noch nicht so viel gesenkt. Ich habe noch nicht so viel Leder gefunden. Gut, wie machen wir jetzt weiter? Wir brauchen ja diese Refractory Bricks. Refractory Bricks Tier 1. Tier 2 können wir nicht machen. Dazu brauchen wir noch. Tier 2 können wir doch machen, glaube ich. Crushed Quartz und Bauxit. Und Tier 1, was brauchen wir da? Hä? Achso, warte mal, Moment. Ich habe mich verguckt. Tier 1. Hier, Tier 2. Genau, richtig. Da brauchen wir nämlich Olivien und das haben wir noch nicht. Aber das ist kein Problem. Wir haben ja die Möglichkeit, die Refractory Picks Tier 1 zu machen. Da brauchen wir Fire Clay und das hier. Und dann kriegen wir das schön raus. Irgendwo hat. Blue Clay. Ich glaube, wir haben nicht mehr so viel. Fire Clay 43. Ne, wir haben nicht mehr so viel. Das ist aber kein Problem. Ich habe mir eine Stelle markiert auf der Karte. Und da würde ich jetzt einfach mal mir kurz die Schaufel schnappen, hinschlingeln und ein bisschen Zeugs abbauen. Wir nehmen einfach mal hier diese. Die geht. Gut, ich such jetzt das mal und dann sehen wir uns gleich wieder mit einem Arsch voll. Ja, Feuerklee. Die Feuertonstelle ist halt auch nicht wirklich weit weg. Und wir kriegen auch ordentlich was raus. Eigentlich wollte ich es nicht aufnehmen, aber ich wollte euch ein bisschen was erzählen. So, back in town. Ich habe ein bisschen was eingesammelt auf jeden Fall. Das hau ich mal mit hier rein. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Und jetzt wollten wir ja gucken. Refractory Bricks Tier 1. Halt, zurück. Zurück. Mensch. Das hier brauchen wir. Okay, wir bekommen eins raus, wenn wir das hier machen. Gut, das ist quasi sozusagen. Also ist es abhängig von dem, was wir hier unten haben. Davon haben wir, glaube ich, jetzt erstmal genug. Das heißt für mich, ich werde das jetzt erstmal nehmen. Theoretisch würden wir jetzt hier 128 rausbekommen wahrscheinlich. Schauen wir mal. Ich habe übrigens, es liegt übrigens tatsächlich an den Mods. Es liegt tatsächlich an den Mods, dass das Spiel immer so ab und zu mal hängt. Denn ich habe das Spiel mal auf eine andere Festplatte verschoben, weil ich mir dachte so, na, Festplatte vielleicht irgendwo Problemchens. Aber nein, tatsächlich ist es so, dass da von der anderen Festplatte es auch recht stark hängt. Gut, guck mal, wir kriegen auf jeden Fall 128 davon raus. Fire Clay Bricks hat er jetzt hier. Die Fire Clay Bricks, die hatte ich doch vorhin noch mit drin, ne? Okay, gut. So. Ich glaube, ich hoffe und denke, dass wir die auch brennen können oben. Deswegen werden wir das erstmal oben tun. Unsere Maschine anschmeißen. Ich weiß gar nicht, ob ich hier. Ich nehme mal ein bisschen Kohle mit. Ich weiß gar nicht, ob ich oben Kohle habe. Wir können, wie gesagt, auch Holz reinschmeißen. Das hatten wir ja so umgebaut, dass das mit Holz auch funktioniert ganz gut.
Das heißt... Ist hier was drin? Nee. Hm. Nee, na gut. Dann packen wir hier. Packen wir hier rein. Das Coole ist halt, der geht direkt an. Das finde ich ganz cool. Links geht's rein. Refractor Pricks fired. Tier 1. Will fire you raw clay. Gut, müssen wir mal warten. Internal temperature. No power, sagt er mir hier. Achso. No power, klar. Das Ding ist ja noch nicht angelaufen. So. 6 Flux. Und ich glaube, das Ding muss erstmal hochheizen. Nehme ich mal so an. Hallo? Hallo? Es hat auf jeden Fall 1 eingezogen, ne? Man sieht es halt auch nicht. Temperatur 30. Oder ist es schon wieder kaputt? Hallo? Hm. Hallo? Turn on, turn off. Ach so, ich bin... Ach Mensch. Ach, ich bin so ein Idiot. Ich bin so ein Idiot. Was ist denn hier los? Warum? Hä? Wieso brennt... Hier ist auch irgendwie... Das ist, glaube ich, auch nicht richtig, was hier gerade passiert. Was ist denn hier los? Okay, jetzt geht's. Ich verstehe nicht, warum der hier... Warum läuft denn der hier sofort an, wenn ich... Achso, wahrscheinlich liegt das hier an diesem Ding hier. Das kann sein. Das habe ich ja hier drüben gar nicht dran. Na gut, das dauert jetzt einen kleinen Augenblick. Ich habe nicht gecheckt, dass der... Also hier kommen ja nur 8 Flux raus. Aber wir brauchen ja 16 Flux an Energie. Deswegen passiert ja auch nichts. Aber ich dachte, es wäre ein Fehler, weil wir hatten letztens schon mal so einen Fehler. So, meine lieben Freunde. Ich würde sagen, 20 Minuten sind rum. Reicht das mal für heute und ich will eure Zeit nicht ganz so erschöpfen. Ihr wollt ja sicher noch ein bisschen was anderes schauen. Und deswegen machen wir jetzt erstmal Schluss für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Das Zeug kann im Hintergrund sowieso erstmal brennen. In der Zeit gehe ich mal runter und baue noch ein bisschen Quarz ab. Und auch ein bisschen Bauxit, weil ich weiß nicht, wie viel wir brauchen. Aber wir werden auf jeden Fall, ja, für die Zukunft dann auf jeden Fall noch ein bisschen was brauchen. Wir benötigen auf jeden Fall diesen komischen Steinsarg mit dem Deckel. Dann so eine Gitter, die wir bauen müssen. Und dann schauen wir mal, dann sind wir bald so weit, dass wir Stahl herstellen können. Aber dazu benötigen wir natürlich erstmal wieder Eisen und wir haben kein Eisen mehr. Das müssen wir erstmal wiederholen und ach, ist das schön. Ja, gut, alles klar. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in einer nächsten Folge wieder. Macht's gut bis dahin und bleibt dann so schön. Tschüss. Kaffee, jetzt gibt's erstmal Kaffee.